Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich eine Taskliste in Google Sheets erstellen kann, und zwar mit Kästchen, die ich dann auch farbig markiere. Wer mehr darüber erfahren möchte, bleibt jetzt dabei. Jetzt geht's los. Ich persönlich bin ein absoluter Fan von Listen, denn so kann ich nämlich meine Aufgaben, meine Tagesaufgaben, Wochenaufgaben schön aufschreiben und nachher einfach abhaken. Ja, früher habe ich das gerne mit Papier gemacht, aber leider habe ich dann jedes Mal einen Riesenstapel von verschiedenen Papieren erhalten und habe dann die Listen nicht mehr gefunden. Aber seit ein paar Jahren bin ich absoluter Fan von Google Sheets. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ich so eine Aufgabe, eine Taskliste erstellen kann. Also, wie ihr sehen könnt, hier habe ich jetzt einfach mal eine kleine Taskliste erstellt, mit Aufgaben erledigt und Aufgaben. Und jetzt fülle ich die mal kurz aus. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier eine Liste gemacht mit Aufgaben und jetzt könnte man ganz einfach diese Aufgaben löschen, wenn man sie gemacht hat. Aber heute möchte ich ja ein bisschen mit Kästchen arbeiten. Und jetzt fügen wir einfach mal hier alle Kästchen ein und ihr wisst, wie das geht. Und zwar, wenn ich das Ganze hier ausgewählt habe, kann ich einfach einfügen gehen und hier unten Kästchen auswählen. Und jetzt kann ich ganz einfach wieder einfach hingehen und die hier markieren. Ja, und dann muss ich das Ganze zuerst natürlich alles markieren und jetzt kann ich unter Format, bedingte Formatierung auswählen. Jetzt ploppt das auf der Seite hier auf. Wie ihr sehen könnt, hier oben habe ich das ganze Feld definiert. B6 bis B15, B6 bis B15, das stimmt. Und jetzt kann ich hier unten die Formatierungsregel auswählen. Und zwar muss ich hier die benutzerdefinierte Formel auswählen. Und jetzt kann ich hier eigentlich definieren, ja, ich möchte das Ganze in einem schönen Gelb haben, wenn es markiert ist. Und das ist eigentlich ganz einfach, indem ich einfach hier arbeite mit gleich. Da muss ich dieses Feld auswählen, das wäre B6. Wir fangen ja mit dem ersten an. B6 gleich war und jetzt kann ich hier unten eine schöne Farbe auswählen. Ich nehme jetzt hier ein leichtes Gelb und klicke auf Fertig. Und jetzt seht ihr, wenn ich hier drauf klicke, dann wird es orange. Ich habe jetzt nicht grün genommen, weil ich ja ein Greenscreen im Einsatz habe. Darum habe ich jetzt einfach mal gelb ausgewählt. Natürlich können wir das auch umgekehrt machen, dass alles, was nicht markiert ist, wird zum Beispiel rot. Das können wir auch machen. Also ich habe jetzt das wieder umgestellt, gelöscht und jetzt gehe ich wieder hin unter Format, bedingte Formatierung. Und zwar habe ich hier wieder das ganze Feld ausgewählt, gehe ich wieder hier unter benutzerdefinierte Formel. Und jetzt definiere ich wieder, ja, wenn das erste Feld, das wäre dieses B6, B6 gleich falsch. Und dann soll es rot sein. So. Und jetzt seht ihr, ja, und jetzt könnt ihr sehen, wenn ich die Aufgabe noch nicht erfüllt habe, ist alles rot. Und wenn ich eine Aufgabe erfüllt habe, wird es weiß. Und jetzt sehe ich sehr schön. Yay! Ich habe noch zwei Aufgaben zu machen und dann bin ich fertig. So einfach geht das. Ja, und jetzt möchte ich vielleicht definieren, ja, wie viele Tasks sind denn noch offen? Das ist ganz einfach, indem ich einfach wieder hier hingehe und dann nehme ich hier Zählen, wenn. Dann habe ich hier jetzt der Anfang und der Schluss. Also das wäre von da bis da, also von B6 bis B15. Und jetzt nehme ich zum Beispiel falsch. Schließe das, Enter. Und jetzt sehe ich, ja, ich habe noch 10 offene Tasks. Wenn ich jetzt die lösche, ja, dann sehe ich 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Feierabend! So einfach ist das. Ja, wie immer,
Diese Befehle werde ich natürlich auch im Blog schön aufschreiben, damit ihr das Ganze nachher noch Schritt für Schritt nachvollziehen könnt. Ja, ihr habt jetzt gesehen, es ist gar nicht so schwer, eine Taskliste zu machen mit Kästchen, die auch farbig markiert sind. Der einzige Unterschied ist, zwischen Kästchen gedrückt oder nicht gedrückt oder markiert und nicht markiert, ist True und False auf Englisch, aber wir sind ja im Deutschsprachigen, also wahr und falsch. Denkt daran, diese Befehle funktionieren auf dem Englischen und auf dem Deutschen ein bisschen anders. Also, wie gesagt, im Englischen, wenn ihr Excel oder Google Sheet auf Englisch eingestellt habt, müsst ihr mit den englischen Befehlen arbeiten. Ich habe euch jetzt hier die deutsche Version gezeigt. Aber sonst funktioniert es genau gleich. Ja, wenn ihr eine Frage dazu habt, stellt sie mir unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Abonniert meinen Kanal und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss und ciao.